Hallo Horst, schön, dass du da bist. Die Streifenwanze, die merken wir uns einmal. Zu der kommen wir später noch. Erstmal muss ich natürlich wissen, ob du heute schon die Hände im Dreck hattest. Ich hatte sie noch nicht im Dreck. Es fehlt mir gewaltig. Aber ich war heute den ganzen Tag im Schnitt für die RBB Gartenzeit am Sonntag um 18.30 Uhr und habe die quasi zusammengesetzt, dass es dann was Schönes, Spannendes am Sonntag zu sehen gibt. Muss ja auch gemacht werden. Genau, mache ich auch gerne, aber wenn du einen Sack Erde für mich hier irgendwo hast, dann würde ich doch mal... Könnten wir dem Mann einen Sack Erde besorgen, damit er sich noch wohler fühlt. Das Wohlfühlklima. Genau. Ich war ja ein bisschen traurig, ich hatte ein bisschen gehofft, dass du Fritz mitbringst, deinen Affenpinscher, aber der ist verhindert, offenbar. Fritz hat zu tun. Nee, ich meine, alle Hundebesitzer kennen das, wenn du so einen ganzen Tag arbeitest und so. Das tut ihm nicht gut und dann ist er lieber bei der Familie und unterhält die halt so lange. Ach, das ist schön. Naja, dann schöne Grüße mal nach Hause zu Fritz. Vielleicht guckt er ja zu. Vielleicht guckt er ja zu. Was steht denn gerade an eigentlich im Garten? Ich muss zugeben, ich habe keinen und auch nicht mal einen bepflanzten Balkon. Was ist gerade bei dir zu tun in deinem Schrebergarten? Es ist eine ganze Menge zu tun. Also so das Frühjahr ist ja da, wo alle Menschen dann aussehen, neue Dinge pflanzen, gucken, was hat den Winter überlebt, sich überlegen, was packe ich raus, was packe ich noch nicht raus. Also das ist so die aufregendste Zeit eigentlich. Ja? Also die ganze Gartensaison liegt vor einem und da beginnt so die Kommunikation mit dem Garten, die startet wieder neu quasi. Verrückterweise kannst du ja auch gar nichts tun. Also zumindest als du deinen Schrebergarten in Charlottenburg übernommen hast, hast du ein Jahr lang angeblich nichts gemacht in diesem Garten. Warum? Ich wollte diesen Garten, also mein Motto ist ja wirklich, mit dem Garten zu gärtnern, mit ihm auf Augenhöhe zu gärtnern, ihm quasi auch die Chance zu lassen, mir was anzubieten, mir zu zeigen, was er da hat. Das ist ja ein Organismus, ein Lebewesen, mit dem ich zusammen gärtnern und arbeiten möchte. Und ich wollte mir erst mal angucken, der Garten war angelegt von den Vorpächtern. Was ist da überhaupt? Was wächst da? Ist da was Schönes? Ist da erst was mal von sich aus, meinst du auch? Ja, genau, was der Garten so mir zu bieten hat. Und das musste natürlich eine ganze Saison über machen, weil du musst ja gucken, was kommt zu welcher Jahreszeit. Und dann kam irgendwo ein Mohn raus, dann kam irgendwo die Akeleien. Und da dachte ich mir, das muss ich erhalten, wenn die sich da schon wohlfühlen. Einfach kann ich es mir ja nicht machen, als das dann zu nehmen, was schon da ist. Ja, das muss man ja auch aushalten, dann nichts zu machen in dem Garten. Ach, ein Garten ist ja auch so einer, den du auch mal genießen können musst. Ja? Ja. Also wo du auch sagen musst, okay, jetzt gucke ich es mir an, setz mich dann dahin, schau in mir an. Und ich wollte ja in dem Garten auch gucken, wo sind die Wege, die ich haben möchte, wo ist die Sonne, wo möchte ich gerne sitzen, zu welcher Tageszeit. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich mir eine Terrasse baue und die ist im Winter, im Sommer irgendwie in der prallen Sonne und im Winter ist die im Schatten und so. Das macht ja keinen Sinn. Ich muss ja gucken, an welcher Stelle im Garten machen diese ganzen Elemente Sinn. Wir können uns mal ein Vorher-Nachher-Foto angucken. Du hattest einen Sandkasten in diesem Garten, den du nicht brauchtest. Auch dein Affenpinscher hatte kein Interesse. So sah der aus. Wir können uns mal anschauen, wie der dann, als du quasi dann angefangen hast im Garten, später aussah. Der verwandelte sich nämlich in das hier. Ja. Irre. Ja. Hast du in den Sand, aber du hast da Erde reingegeben. Nein. Oder ist das der Spielbuddelsand? Das ist der Spielbuddelsand. Also es war so, die Vorpächter hatten Kinder und die Kinder hatten einen traumhaften Sandkasten und der war schön angelegt. Der war hier, man sieht es, von den Steinen eingefasst und dachte mir, das ist ja eigentlich eine super Anlage. Und dann habe ich gesehen, dass es Pflanzen gab, die sich da angesiedelt haben. Also meine Gaura hier, die Prachtkerze, dieses weiße Flirriche, die ja auf dem Bild, die kam nicht da, wo ich sie wollte, sondern die kam da. Ja? Und dann muss man sie auch lassen. Und dann muss man sie auch lassen. Warum soll ich sie... ist doch so. Ist doch mit uns Menschen genau dasselbe. Warum soll ich sie dann umsetzen? Warum soll ich sie nicht einfach dann dort lassen? Und dann habe ich gedacht, wenn die da will, dann wollen ja die anderen, die ähnliche Ansprüche haben, auch da sein. Und dann habe ich welche dazugesetzt, in den Sand. Aber die Streifenwanze, die wollte erstmal nicht... Also erstmal, warum wolltest du die Streifenwanze so gerne in deinem Garten haben? Also die Streifenwanze ist, wie viele andere Tiere auch, es ist einfach schön, wenn der Garten belebt ist. Ja? Also wenn da Vögel, Insekten und so, wenn man mit der Natur gärtnert. Darum macht man es ja eigentlich auch, oder? Darum macht man das eigentlich. Und ich habe damit auch gesehen, du kannst Tiere pflanzen. Ja, also ich bin ein guter Gastgeber in meinem Garten, wenn ich sage, du Tier, ich hätte dich gerne als mein Gast, den Stieglitz zum Beispiel oder die Streifenwanze, was magst du denn für Pflanzen eigentlich? Ja? Worauf setzt du dich gerne hin? Was willst du fressen? Und das habe ich gepflanzt und habe ich für die Streifenwanze eben den Doldenblütler, also Doldenblütler gepflanzt, die wilde Möhre oder Dill. Und dann kam die und hat sich niedergelassen. Nach zwei Jahren. Ja Gott, aber die Möhre blüht ja auch erst im zweiten Jahr. Ja. Also insofern. Aber sie kam dann wirklich Wahrscheinlich hat er uns ein Jahr lang beobachtet und hat sich überlegt, du wilde Möhre, du Horst, will ich
ich da eigentlich hin? Ja. Muss ich mir mal ausdenken. Ich hätte eine Idee, du könntest mal ein Glas Rosé vors Eingangstor von deinem Garten stellen, dann könnte möglicherweise noch ganz andere Besucher sich, also ich würde mich da anbieten. Wenn du mal jemanden wie mich anlocken willst, wäre das eine Variante. Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe wirklich immer Rosé in meinem Kühlschrank im Garten. Du bist auch so eine Rosé-Maus. Ich und die Streifen. Du und die Streifen. Wir können zu dritt gerne mal einen kleinen Rosé, wenn dann der Sommer, der Frühling endlich richtig da ist. Auf Augenhöhe Gärtnern bedeutet natürlich und vor allem auch mit der Natur Gärtnern ohne Gift. Dünger auch am liebsten natürlich. Ich kenne so die Variante mit der Brennnesseljauche, die man sich schön selber machen kann. Es gibt aber auch noch diese Idee hier von unserem Gartenexperten. Du schneidest dir die Fingernägel. Warum müssen wir das sehen? Ihr habt euch das rausgesucht. Ja, naja, aber was hat das mit Garten zu tun, mein Das hat mit Garten insofern was zu tun, als dass ich sage, was sind denn eigentlich Hornspäne? Hornspäne sind Hufe und Hörner von Tieren und das ist nichts anderes als Fingernägel. Und wenn ich die abschneide oder Haare schneide, dann kann ich doch einfach im Garten hinterher verteilen und damit meine Pflanzen düngen. Ich muss es doch nicht wegwerfen. Nee, absolut. Aber sammelt man dann eher oder dann auch die 10, die man, oder 20, wenn man alles macht, die man dann gerade hat, immer wieder? Also, oder lieber mal so ein Schälchen? Jana, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig appetitlich, deswegen sammle ich es nicht. Okay. Also ich versuche sie dann schon schnell einzubuddeln, dass sie dann auch weg. Und ist das für mögen das alle Pflanzen? Das mögen alle Pflanzen. Zimmerpflanzen, draußen, auf dem Rasen, völlig egal. Jede Pflanze freut sich über den Fingernagel. Jede Pflanze freut sich über den Fingernagel, ganz genau. Auch Haare und Tierhaare zum Beispiel? Das ist ja alles Horn, genau. Das ist ja alles, was im Hornmehl drin ist. Also das kannst du super verwenden, klar. Stickstoff. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht der ein oder andere Gärtner, der sehr akkurat bei sich alles macht, sich so ein bisschen angegriffen fühlt von dem Gedanken von lass doch den Garten machen, mach doch nicht so viel. Ich war zum Beispiel letztes Wochenende bei meinen Eltern im Garteneinsatz zum Laub aus den Rabatten holen, weil es schöner aussieht natürlich auch. Und meine Mutter auch sagt, das Laub muss jetzt weg. Muss es weg. Also die Sache ist die, was sieht schöner aus? Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Und ich mache es mit dem Laub natürlich so, dass ich das klein mähe im Herbst und dann gleich klein gemäht in die Beete rein und dann verrottet es auch schneller. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, zum Beispiel alles Laub raus, das Laub in die Säcke. Die Säcke bringe ich zum Entsorgen, dann fahre ich in die Gärtnerei. Da hole ich mir Humus und hole ich mir Dünger und alles das und bringe das dann wieder in meinen Garten. Das ist doch Blödsinn, ich kann doch diesen Kreislauf im Garten haben. Also ich sage immer, alles, was im Garten entsteht, will ich auch im Garten lassen, wenn es gesund ist. Warum soll ich das rausschleppen, dann was Teures kaufen? Also wenn man mit der Natur gärtnert und einfach gärtnert, dann spart man einfach auch mal einen Haufen Kohle, weil vieles bietet einem der Garten ja sowieso an. Laub ist ein wertvoller Rohstoff, warum soll ich den wegschleppen? Macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt gar keinen Sinn, Mutter. Hast du gehört? Ja, Mutter. Wieder rein mit dem Laub. Du bist sehr aktiv auf Instagram, hast da 44.000 Follower, was echt, das ist schon ein Influencer, ne? So kann man so sagen. Das hat schon ein gewisses Gewicht. Und zum Beispiel das Heidekraut, ein Video, hat 450.000 Views. Also wurde 450.000 Mal angeguckt. Was, also das finde ich irre. Heidekraut. Was hat die Leute daran so interessiert? Also die Leute hat daran interessiert, dass ich über das Heidekraut etwas gesagt habe, was sie nicht wussten. Und mit Heidekraut meinen wir jetzt die Besenheide, also die, die im Herbst blüht, nicht die, die jetzt blüht, die im Winter, das ist Erika, aber die, die im Herbst blüht. Da wird ganz oft etwas angeboten, was ich eigentlich fatal finde. Das sind sogenannte Knospenblüher. Mhm. Das sind Pflanzen, die sind so gezüchtet, dass sie die Blüten nicht öffnen. Das heißt, die bleiben geschlossen. Damit verblühen sie auch nicht und halten länger. Was der Konsument natürlich super findet, habe ich ja schon seit 2 Jahren, weißt du, und ist immer noch lila, ist doch super, wa? Mhm. Nee, da kommt kein Insekt dran, die Blüten bleiben immer geschlossen. Das ist völlig wertlos für die Tierwelt und das wissen die Leute nicht. Wenn die Leute sich entscheiden und sagen, ich weiß das, ja, die habe ich so gekauft, halt lange, finde ich super, dann finde ich das okay, wenn ich weiß, was ich tue. Aber wenn es einfach keiner sagt, dann finde ich es blöd. Ja, richtig so. Ja, und dann gucken das 450.000 Menschen. Und noch viel mehr Menschen haben mit Sicherheit gesehen, dass du plötzlich auch beim Streaming-Riesen Amazon Prime aufgetaucht bist mit Teddy Teclebrand. Wir können mal reinschauen. Die neue Teddy Teclebrand-Show mit unserem Horst Mager. Also sag mal, willst du ehrlich die Wahrheit haben? Oder? Wenn ich sie vertragen kann, ja. Mal alle Kameras aus. Ganz ehrlich, ich will was anderes machen. Ich mache bei Amazon Prime gerade eine Show. Und Teddy, der Pisser, hat zu mir gesagt, ich soll Gärtner machen. Hörst du, du bist korrekt. Ich liebe dich, weißt du? Du bist Profi hier.
Aber was soll ich mit Garten machen? Sag mal ehrlich. Was juckt mich Garten? Weißt du, was ich meine? Ich war noch nie mein Leben in Wiese. Ich bin nur Straße. Ich habe noch nie mein Leben eine Tomate gegessen. Wenn du jetzt nochmal anfangen, Kamera anmachen, dann tun wir so ganz kurz, wie als wäre alles schön. Und dann gucke ich, dass ich rausgemacht bin. Herzlich willkommen in Gartenshow. Horst und Antoine. Nee, Antoine, ich finde es super, dass du so einen Spaß an diesem Garten hast. Ich liebe das, ich erlebe so toll. Ich erlebe. Ich liebe das Zeug. Ja, es ist einfach so frisches Grün, ist doch was Tolles. Oh, Horst, ey. Herrlich. Ich glaube, ich nehme heute wieder eine Pflanze mit nach Hause und kuschel mit der. Herrlich. Oh, so. Horst, ey. Oh, schön. Ich kann sehr, sehr über ihn lachen, über den Teddy Techmann. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache, dieser Humor, weil er so speziell ist. Wie war es für dich? Ich finde, der hat einen tollen Humor. Und ich dachte, als die Firma da anrief und sagte, hast du Lust, das zu machen? Sagt, ja, total, habe ich total Lust zu machen. Und dann dachte ich, du kriegst bestimmt ein irre Briefing. Ja, und dann sagen die dir genau, was der machen muss. Und der Teddy, dann hieß es immer, der kommt gleich und sagt dir dann, was du tun sollst. Ja. Und dann kam er und dann sagt zu mir, oh, Horst, schön, komm, wir machen mal. Das war das der Briefing. Improvisiert, ne? Das, ja. Und das ansonsten, also ich weise noch mal darauf hin, am Sonntag die Gartenzeit, ne, um 18.30 Uhr. Ja. Aber jetzt bei den Amazon Prime, wie war das? Goldene Wasserhähne, Kaviar Catering, wie muss ich mir das vorstellen? Als kleine RBB-Frau. Ja, so. Ja? Ja. Nein, jetzt sag nicht. Was? Nein, aber haben die dick aufgefahren? Natürlich. Ja, Riesenteam, großes Catering. Ich meine, ich krieg da ja kein bisschen runter. Also ich will ja jetzt auch nicht müde vor Teddy rumhängen, irgendwie vollgefuttert. Nee, ist schon eine große Nummer. Kannst du, ja. Ja? Ist schon anders. Ist schon anders, ja. Ich habe jetzt natürlich so ein bisschen gehofft, dass du sagst, nee, ach komm, die... Na, warum soll ich lügen? Nein, bitte nicht. Hallo Amazon. Ja. Nein, ich bin hier sehr glücklich. Du hast ein Buch geschrieben, das du ganz lange nicht schreiben wolltest und hast es dann doch getan. Wir verlosen auch noch heute 3 Exemplare, verrate ich Ihnen gleich, wie Sie da rankommen. Ganz kurz mal, wieso hast du dich doch umentschieden? Und da geht es genau um das Thema, dieses auf Augenhöhe Gärtnern. Ja, also ich habe mich entschieden dafür, weil es endlich einen Verlag gab, der mich gefragt hat, und zwar der Insel Suhrkamp Verlag, oder mir gesagt hat, dass ich ein Buch so schreiben kann, wie ich es möchte. Also ich musste jetzt nicht irgendwelchen Modethemen hinterherrennen, wie Regrowing oder Microgreens oder Hochbeeten, sondern Horst, wir wollen mit dir ein Buch über deine Philosophie des Gärtnerns machen. Und ich hatte die große Chance, dann auch wirklich mir eine Fotografin rauszusuchen aus Instagram, dann, die ich darüber auch kennengelernt hatte, wo die gesagt haben, ja, die kannst du nehmen, Simone Havlisch. Die hat wunderbare Fotos in diesem Buch gemacht und es hat alles so, das kennst du ja auch, das ist manchmal so der Verlag, die Fotografin, alles passt. Und dann denkst du so, machen, Horst, die Chance kommt nie wieder. Und das ist einfach schön, das ist wirklich jetzt so, dass ich das Gefühl habe, ich kann den Menschen etwas sagen, was sie jetzt noch nicht aus allen Ecken gehört haben. Weil überall hörst du, du musst die Rose über dem dritten Auge, über dem fünften Auge, über dem dritten vierfiedrigen Blatt, über dem fünften, in dem Winkel so und so. Die stehen so, stehen die vor der Rose. Ja? Und sagen, oh Gott, wenn ich jetzt falsch mache, dann komme ich in die Hölle. Quatsch, der liebe Gott hat die Gartenschere nicht erfunden. Die Rose kommt auch mal gut ohne den Schnitt klar. Und das möchte ich den Leuten einfach mal sagen. Ach, das beruhigt mich ungemein. Wir kommen auch gleich noch zu ein paar Fragen rund ums Gärtnern, weil ich glaube, viele, die einen Garten haben, haben eigentlich ganz viele Fragen. Ich möchte nur noch kurz darauf hinweisen, dass du auch als Dozent tätig bist an der Königlichen Gartenakademie. Mhm. Und genau aus der Ecke kommt jetzt ein kleiner Gruß für dich. Lieber Horst, wir haben uns kennengelernt im Frühjahr 2008. Kurz nach der Eröffnung der Gartenakademie bist du im Büro reingestürzt und gesagt, wow, da draußen blüht ein Davidia. Wieso blüht er jetzt dann schon? Das war der Punkt, wo ich gedacht habe, wow, der Typ ist gut. Der kennt seine Pflanzen. Wow, der Typ ist gut. Oh mein Gott, jetzt heule ich hier auch. Nein, das ist wirklich Isabel van Gröningen, ne, von der Königlichen Gartenakademie, wo ich auch Dozent bin. Und ich habe mit denen damals für den RBB gedreht. Und so haben wir uns kennengelernt. Und ja, und wir sind beide im selben Verlag. Wir machen auch demnächst eine Lesung. Und, du hast ja wirklich ein bisschen Wasser in den Augen. Damit habe ich eigentlich gerechnet. Ja. Ich mal, nee, ist alle, okay. Als Überraschung, ich freue mich auch da sehr schön. Drüber. Ja, tausend schön, Dank. Das freut mich. Ja. Dass du
zum Gärtnern gekommen bist. Das muss offenbar in den Genen liegen. Das kann ich mir nicht anders erklären. In deinem Buch erzählst du die Geschichte auch schön. Also ich hatte gar keine Konfirmation oder Kommunion, aber ich erinnere mich, dass meine Klassenkameraden, die das hatten, die haben sich Geld gewünscht oder ganz teure Turnschuhe oder, weiß ich nicht, eine tolle Stereoanlage. Was hast du dir gewünscht? Ich habe mir eine Magnolie gewünscht. Ich wollte unbedingt eine Magnolie haben. Es war früher auch so, wenn wir hinten, mein Bruder und ich, wenn wir hinten im Auto saßen, ja, meine Eltern hat vorne und dann sind wir durch die Stadt gefahren und dann habe ich irgendwo eine gesehen. Ich musste meinen Vater wirklich dazu zwingen, anzuhalten. Das hat mich so sprachlos gemacht, der Anblick von so einer Magnolie. Und dann wollte ich gerne eine haben. Und es ist nach wie vor immer noch einer meiner Lieblingsbäume, ist einfach so. Das heißt, als dann die Magnolie da stand, im Kübel wahrscheinlich noch klein an deinem Kommunionstag, da warst du der Glücklichste. Ja, ich war so ein bisschen aufgeregt, weil die hatte drei Knospen, hatte sie schon. Ja. Und dann dachte ich mir so, boah, wenn die dann aufgehen und so. Und dann haben wir die als Familienevent haben wir die dann gepflanzt bei uns im Garten am Haus. Und dann irgendwann waren die Blüten da und das war natürlich dann schon einer der schönsten Tage in meinem Leben. Mhm. Wir haben ja sogar ein Foto, das ist die Original-Magnolie, glaube ich, hier hinter dir. Die steht, gibt's die noch? Ja, das weiß ich nicht so richtig. Ich glaube schon. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die gibt es noch, weil die ist eher in Nürtingen, da wo ich auch aufgewachsen bin und meine Berlin geboren, dann nach Nürtingen ins Schwabenland und da ist die nach wie vor und ich bin ja jetzt wieder seit meinem Studium in Berlin und ich denke mal, also das Elternhaus gibt es so nicht mehr, dass du da jetzt nicht... Das Haus gibt es noch, aber es ist nicht mehr eures. Ach, das wäre ja schön zu wissen, ob die da noch glücklich steht und sich an die schönen Zeiten mit Horst erinnert. Ja, ich habe Klassentreffen demnächst dieses Jahr, da werde ich mal dran vorbeigehen und sie umarmen. Ja, da musst du mal gucken. Wie ist das überhaupt passiert? Du bist ja in Berlin geboren und wurdest dann, vorhin hast du zu mir gesagt, entführt. Nach Baden-Württemberg ausgerechnet. Wie kam das? Also meine Mutter Spanierin, mein Vater Berliner und ich bin in Berlin geboren und mein Vater war Fahrlehrer, der bekam einen richtig guten Job im Schwabenland angeboten und dann sind wir eben dorthin und haben dann dort einfach auch gelebt. Dann habe ich Abitur dort gemacht, meine Gärtnerlehre gemacht und bin dann zum Studium nach Berlin. Wollte eigentlich danach irgendwie wieder zurück, also es war der Plan, aber als ich dann hier war, konnte ich nicht mehr gehen und es ist einfach meine Stadt, also es ist einfach so, ich bin Berliner. Ja, so geht es, ja, glaube ich, ganz viel. Ja. Ne? Deine Mutter Spanierin, spielt das heute eine Rolle? Hast du eine große spanische Familie in Spanien noch, die du regelmäßig besuchen kannst? Also ich habe eine große spanische Familie in Spanien, wo ich auch ab und zu mal regelmäßig nicht, aber ab und zu mal hingehen. Aber das spielte damals, als wir angefangen haben zu gärtnern im Schrebergarten, spielte das eine große Rolle, weil wir natürlich als Kinder viel in Spanien waren. Mhm. Und wenn wir dann im Garten waren, dann wollten wir immer die ganzen Exoten haben, die wir von dort kannten und wollten die bei uns im Garten haben. Und dadurch waren da teilweise ganz viele Sachen, die da gar nicht wachsen konnten. Weil wir haben nämlich damals, im Gegensatz zu dem, was ich immer sage, nicht nach dem Standort geguckt, sondern nur nach dem, was uns gefällt. Was wir schön finden. Genau. Und es wollte natürlich an der Stelle dann gar nicht sein. Und dann haben wir am Anfang immer gedacht, es ist unsere Schuld, aber es ist nicht unsere Schuld, es ist auch nicht die Schuld der Pflanze. Es ist einfach nur die falsche Kommunikationsebene. Wie sagen dein Spanier deinen Vornamen eigentlich? Das lustig ist, dass auch meine Mama meinen Vornamen nie richtig aussprechen kann. Ich habe auch drei Namen. Also ich heiße der Horst wie mein Vater. Also es muss in Berlin-Preußer dann so sein. Der erste Sohn muss heißen wie der Vater. Ja. Gerd nach meinem Patenonkel. Und dann habe ich noch den Carlos. Carlos darf man sagen. Horst Gerd Carlos? Ja, ehrlich. Ja. Meine Mutter konnte das H nie aussprechen. Die hat immer Orst oder Horst oder irgendwie. Es war sehr lustig. Und meine Freunde haben auch immer gesagt, in welcher Sprache sprecht ihr eigentlich so, als wir Kinder waren? Ja. Meine Mama sagt, na, das ist ja irre Spanisch. Und dann sage ich, na, das war unsere eigene Sprache. Das ist eine Mischung aus Deutsch und gut, Spanisch. Horst. Dann wollen wir jetzt mal zu Christopher, gucken. Der ist nämlich in Altköpenick heute und der hat ein unschlagbares Angebot an die Menschen dort, die er getroffen hat. Fragen an den Gartenexperten. Ach, und er hat noch ein neues Mikrofon, wie schön. Schieß mal einfach los, mal sehen, wie viel wir schaffen. Ich dachte, ich sag's jetzt einfach mal durch die Blume, weil ja der liebe Horst heute da ist. Vorneweg möchte ich kurz was klären. Ich möchte unbedingt mit euch beiden Rosé-Wein trinken. Und soll ich euch was sagen? Ich gehe gleich noch hier in Köpenick in eine Bar. Ich trinke auf jeden Fall einen alkoholfreien Rosé. Aber das nur am Rande. Jetzt zur ersten Frage. Der Bernd, den haben wir angesprochen. Bernd aus Klado fragt für seine Frau, braucht man wirklich für jede Pflanze, für jedes Gemüse auch wirklich verschiedene Erden? Es wird dem Bernd langsam zu voll auf dem Balkon. Der Bernd hat keine Zeit, keinen Platz mehr. Der sitzt wahrscheinlich in diesen ganzen Erdetüten. Frag für seine Frau, finde ich auch schön. Also die Antwort ist jetzt für alle beide.
Das ist Quatsch, das braucht man nicht. Das schreibe ich auch im Buch ganz klar. Es braucht nicht jede Pflanze ihre eigene Erde. Das ist völliger Blödsinn. Soll ich eine Paprikaerde, eine Tomatenerde? Wie will ich das überhaupt im Garten auseinanderhalten? Kriegt dann jeder sein eigenes Beet? Da steht die Tomate. Das geht einfach nicht. Also das ist Blödsinn, braucht man nicht. Nächste Frage. Kommt direkt weiter. Da freut sich der Bernd garantiert. Katja aus Köpenick hat Tomaten auf der Fensterbank. Wann können die raus? Also Tomaten sind natürlich so, als Südamerikanerinnen und Amerikanerinnen sind die sehr frostempfindlich. Also die eigentlich erst zu den Eisheiligen, dann so Mitte Mai. Ich bin mutig, ich mache es schon Anfang Mai. Schön tief setzen, mindestens die Hälfte einbuddeln. Gut. Was hast du noch, Christoph? So, und Frank aus Treptow fragt doch, die Geranien sind noch im Winterquartier. Dürfen die schon auf den Balkon, lieber Horst? Die dürfen noch nicht auf den Balkon, weil auch die vertragen überhaupt keinen Frost. Aber die Geranien ist super, da gebe ich einen Tipp dazu, zu den Geranien. Pelargonien am Sonntag 18:30 in der Gartenzeit. Hervorragend, hervorragend. Du merkst, wir haben keine Zeit mehr, Christopher. Ich glaube, der Mann braucht eine Brille, so hat er den Zettel vor sich. Du bist noch ein bisschen in Köpenick unterwegs, ne, mein Guter? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, jetzt hier in der Bar. Also ihr seid herzlich auf ein Rosé eingeladen. Ich möchte unbedingt mit euch Rosé trinken. Bitte, bitte, bitte. Ja, ist angekommen. Ist angekommen. Bring mir doch mal Blumen mit. Gut. Bis später. So, Horst. Ich dachte auch, ich nutze die Gunst der Stunde. Ich habe einen, Weihnachtskaktus. Der sieht eigentlich sehr schön aus. Den habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten von meiner Familie. Und hier sehen wir ihn. So soll er aussehen, ja? So, und jetzt zeige ich dir mal meinen. Da ist jetzt ein bisschen was schief gegangen. Ich habe mich auch wirklich einfach nicht so gut gekümmert. So, das ist das Elend. Und jetzt kann man da noch was machen. Das ist eine richtig traurige Angelegenheit, oder? Ja. Das ist eigentlich schon sehr schlimm. Also, Jana, folgendes. Keine Zimmerpflanze möchte gerne eine Zimmerpflanze sein. Okay. Weil ursprünglich kommt sie ja immer von da, irgendwo aus dem Urwald oder aus der Wüste oder sowas. Das heißt, da ist wieder dieses mit dem Standortgärtnern, wenn du der nicht das gibst, was sie braucht. Und die braucht Sonne, die will keine Heizungsluft, die will nicht irgendwo in der dunklen Ecke stehen, die will nicht zu viel Wasser. Das ist zu kompliziert. Dann verschenk sie an jemanden. Ist die noch zu retten? Die ist zu retten. Was macht man? Mal, guck mal, man kann hier, könnte hier so ein Segment abnehmen, ja. Und das irgendwie in so ganz leicht feuchte Erde stecken, erst ein bisschen antrocknen lassen und dann würde sich da eine, wenn die Bedingungen stimmen, wenn die Sonne da ist, dann würde sich aus so einem Segment eine neue Pflanze bilden. Ich würde sie nämlich gerne retten. Vielleicht können wir das später noch mal unter vier Augen noch mal konkret. Vielleicht kannst du es einfach machen. Ich traue mir da nicht. Du trinkst Rosé und ich mache das mit der Pflanze. Und du klärst es. Genau. Einmal noch Thema Nordbalkon. Wenn du hast einen und der sieht bezaubernd aus und für viele ist das ja die Ausrede, ich habe Nordbalkon, ich kann nichts machen. Mhm. Kleinen Tipp beim Nordbalkon? Ja, beim Nordbalkon ist es auch so mit dem Standort. Und ich habe ganz viele Kombinationen natürlich auch im Buch beschrieben, wo ich sage, welche Pflanzen gut zusammenpassen, welche schön zusammen aussehen. Und ich gärtnere da auch mit den Pflanzen. Also digital ist hier der Fingerhut oder sowas. Der breitet sich einfach so aus auf dem Balkon, wie er will. Du hast ja doch Sonne auf dem Nordbalkon. Ja, ganz früh morgens gesehen. Und ganz spät abends ist da ein bisschen Sonne. Den ganzen Tag über ist es dunkel. Und mein Tipp immer auf jedem Balkon ist, nimm Kübel, die so groß wie irgend möglich sind. Da machst du es dir einfacher. Weniger gießen, die Pflanzen halten besser. Das wäre mein Tipp. Mit. Und alles, was im Garten im Schatten wächst, wächst auch auf dem Nordbalkon. Gut, wir verlosen jetzt noch 3 Bücher von dir. Habe ich versprochen, einfach Gärtnern. Und dafür müssen Sie einfach nur eine Mail schreiben und dann werden einfach 3 von Ihnen ausgelost. Das Stichwort ist einfach Gärtnern und die Mail geht dann bitte an dertag@rbb-online.de. Und ich sage tausend Dank, lieber Horst. Horst. Wieder. Adios, Jana. Adios. Vielen Dank. Komm mal bald wieder. Und wie gesagt, den Kaktus, den werde ich dir dann noch nach der Sendung zukommen lassen. Nehme ihn in Pflege. Ja, danke schön.